Sadhguru, wie wichtig ist die Ehe und woher weiß ich, dass es der richtige Weg für mich ist? Bist du schon verheiratet oder nicht? Nein. Okay. Weil die meisten Leute diese Frage danach stellen. Du fragst zum richtigen Zeitpunkt. Schau, lass uns verstehen, warum die Ehe erst einmal. Als individuelle menschliche Wesen, entweder als Mann oder als Frau, du hast bestimmte Bedürfnisse. Als du 8 Jahre alt warst, wie heißt du? Anushka. Anusha? Anushka. Anu? Anushka. Okay. Wenn du heiraten wirst, werden wir deinen Namen halbieren. Wir werden aus dir Anu machen, weil... Woher bekommst du einen Sanskrit-Gelehrten, um dich zu heiraten? Also, als du 8 Jahre alt warst, wenn ich sagte, Anu, willst du heiraten? Ist Unsinn, oder? Ich meine, es bedeutete nichts, die Frage. Ja? Die Frage bedeutete nichts. Wenn ich dich fragte, als du 6 Jahre alt warst, bedeutete das nichts. Als du 8 Jahre alt warst, abhängig von der Art der Familie, entweder wäre es ein Scherz oder du würdest dich dem widersetzen oder du würdest sagen ja, ohne wirklich etwas davon zu verstehen. Wenn ich dir die Frage stellte, als du 14 warst, wärst du etwas schüchtern, weil du es in Erwägung ziehst. Weil der Körper auf eine gewisse Weise zu wachsen begann, haben Hormone begonnen, die Intelligenz zu infizieren. Und jetzt denkst du, wenn ich dich mit 18 frage, je nachdem, in welcher Atmosphäre du aufgewachsen bist, entweder ist es ein klares Ja oder Nein jetzt nicht oder überhaupt nicht, je nachdem, was dir von 14 bis 18 passiert ist. Ja? Also jetzt ist gut, nachdem alle diese Stufen durchlaufen sind, jetzt stellst du die Frage selbst, nicht ich frage dich. Oder deine Eltern fragen dich, du stellst die Frage selbst. Muss ich heiraten? Also die Bedürfnisse sind da. Wenn du einmal ein menschliches Wesen bist, gibt es körperliche Bedürfnisse, es gibt emotionale Bedürfnisse, es gibt psychologische Bedürfnisse, es gibt soziale Bedürfnisse, wirtschaftliche Bedürfnisse. All diese Dinge sind da. Die Menschen möchten möglicherweise nicht bewusst über diese Dinge nachdenken, weil sie denken, dass ihre Ehe hässlich wird, wenn sie über diese Dinge nachdenken. Aber trotzdem sind sie da. Wenn es sich um eine arrangierte Ehe handelt, denkt jemand anderes darüber nach. Wenn du sie selbst arrangierst, denkst du definitiv darüber nach. Ja oder nein? All die Überlegungen sind da. Also, heute, für die Frauen, sage ich, hat die Welt sich verändert zu einem gewissen Ausmaß. Aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen muss sie nicht unbedingt heiraten. Es sei denn, du kommst nur mit dem Körper. Du hast es nicht verstanden. Es sei denn, du bist nur mit einem Körper ohne Gehirn gekommen. Aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen muss eine Frau nicht mehr heiraten. Sie hat die Wahl. Sie kann sich um ihren eigenen Lebensunterhalt kümmern, ihre eigenen sozialen Situationen. Das war nicht so. Vor 100 Jahren, nun ja, wenn sie keine körperlichen, emotionalen und psychologischen Bedürfnisse hat, nur aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen musste sie heiraten. Ja, aber nicht mehr so. Das ist ein bisschen Freiheit. Wenigstens sind 2 Gründe, um zu heiraten, raus. Jetzt musst du die anderen 3 berücksichtigen. Psychologisch brauchst du einen Gefährten in deinem Leben. Brauchst du einen emotionalen Gefährten? Deine körperlichen Bedürfnisse, wie stark sind sie? Du musst das individuell betrachten. Es ist kein soziales Muss, alle heiraten, nicht alle heiraten. Das wird nicht funktionieren. Als ein Individuum, wie stark sind diese Bedürfnisse? Ist dies ein vorübergehendes Bedürfnis, das du leicht überwinden kannst? Wenn es ein vorübergehendes Bedürfnis ist, heirate nicht, sage ich dir. Denn es lohnt sich nicht, gefesselt zu werden.
Denn mit dem Fesseln werden es nicht nur zwei Leute sein, es werden vier, sechs manchmal. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Willst du es? Das ist die Frage. Jeder Einzelne sollte dies für sich selbst betrachten, nicht aufgrund der sozialen Norm. Was auch immer die sozialen Trends sein mögen, genau das habe ich anfangs gesagt. Du wirst nur dann spirituell, wenn du zu 100% deine Entscheidungen getroffen hast, nicht wegen anderer Kräfte, die dich und deine Entscheidungen beeinflussen. Ist das nötig? Jetzt, gerade jetzt, Menschen haben andere Lösungen gefunden. Im Westen und auch sehr viel in Indien fängt es an. Okay, ich werde nicht heiraten. Ich lebe nur hinein, lebe hinein, lebe hinein. Also lebe hinein. Wenn du nur mit einer Person zusammenlebst, ist es trotzdem eine Ehe, okay? Ob du ein Zertifikat hast oder nicht. Aber wenn du denkst, du kannst deinen Partner jedes Wochenende wählen, dann verursachst du ernsthaften Schaden für dich selbst. Weil, so wie dein Verstand Erinnerung hat, dein Körper hat noch ein viel stärkeres Erinnerungsvermögen. Der Grund, warum wir dich in diese Art von Räumen bringen, auch wenn du intellektuell nichts davon verstehst, warum sie ständig Räume für Energie geschaffen haben und Räume anderer Art von Möglichkeiten ist, weil der Körper es aufnehmen und behalten wird. Der Körper hat ein sehr starkes Erinnerungsvermögen. Der Körper wird es aufnehmen und behalten. Du vergisst vielleicht die Himalayas. Der Körper wird die Himalayas nicht vergessen. Immer wird er sich erinnern. Geistig kannst du Demenz bekommen und verlierst vielleicht alle Erinnerung. Aber der physische Körper wird sie weiterführen. Sie wird nicht aufgeben, nur weil du deine Erinnerung verloren hast. Du wirst deine karmische Substanz nicht verlieren. Also körperliche Intimität ist immer, traditionell wird dies Runanubandha genannt. Es entwickelt ein tiefes Erinnerungsvermögen und zu viele Erinnerungen wie diese führen zu einem gewissen Grad an Verwirrung und einem gewissen Grad an Elend. Du kannst das deutlich sehen. Du kannst das sehr deutlich sehen. Menschen, die mit ihrem Leben locker sind, sie werden niemals einen wirklichen Sinn für Freude erfahren. Sie sind nur so. Bitte beobachte das sorgfältig um dich herum. Es ist eindeutig da. Menschen, die sehr locker mit ihrem physischen Körper sind, sie können niemals total lachen und auch nicht total weinen. Sie werden so, weil verwirrende Erinnerungen im physischen Körper in einem Leben werden viele Eindrücke wie diese erzeugen. Das ist also überhaupt keine Lösung, um mit diesen Bedürfnissen umzugehen. Also entweder gehst du in die Ehe oder du gehst nicht in die Ehe, dass du über diese Bedürfnisse hinausgehst. Aber das ist etwas, was man einzeln betrachten muss. Wie stark ist mein Bedürfnis? Wenn du das klar und ohne sozialen Einfluss betrachten willst, ist immer am besten, nehmen wir an, du nimmst einen Monat frei, bleib im Ashram, meditiere einfach. Wenn du Entscheidungen triffst, musst du in einem Zustand der Klarheit sein, von niemandem beeinflusst. Nicht vom Guru, nicht von der Gesellschaft. Du wirst von niemandem beeinflusst. Bring dich in einen gewissen Zustand der Klarheit. In dieser Klarheit schau, was deine Bedürfnisse sind. Wie stark ist dein Bedürfnis wirklich? Wenn es nicht notwendig ist, das war's. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, schau nicht mehr zurück. Wenn du dich entscheidest, dorthin zu gehen, schau nicht dahin zurück. Tu das einfach. Eines dieser Dinge musst du tun. Wenn du zwischendrin rumhängst, wirst du in einem ständigen Zustand der Verwirrung bleiben. Dies oder das. Welches ist das Beste? Welches ist das Beste? Es gibt keine beste Sache. Wo auch immer, was auch immer du dich entscheidest zu tun, wenn du dein Herz und deine Seele dorthin gibst und es möglich machst, das ist eine großartige Sache. Es ist immer noch nicht das Beste, denn es gibt keine beste Sache auf der Welt. Wenn du dich wirklich in das vertiefst, was du tust, ist es eine tolle Sache, aber es ist nicht das Beste. Das Beste betrifft andere Menschen, nicht wahr? Beste bedeutet, du hast den besten Deal. Du bist besser als alle anderen. Es sind andere Menschen beteiligt. Das ist ein selbstzerstörerischer Prozess. In dem Moment, in dem du versuchst, das Beste zu tun, bist du in einem selbstzerstörerischen Prozess. Ich mache eine großartige Sache. Das hier hat mit niemandem zu tun. Ich gehe nur auf der Straße. Ich denke, ich mache eine großartige Sache. Ich mache nicht die beste Sache. Die Yogis, die in der Höhle im Himalaya leben, er tut nicht die beste Sache. Er tut eine tolle Sache für sich selbst. Jemand ist verheiratet und lebt glücklich bei seiner Familie. Er macht eine großartige Sache. Er tut nicht die beste Sache. Also versuche nicht die beste Sache zu tun, dein Leben wird vergeudet, weil es die ganze Welt mit einschließt.
Das bedeutet, dass du Alexander der Große sein musst, um die beste Sache zu tun. Und natürlich hat er weder die beste Sache getan, noch hat er eine großartige Sache getan. Weil er für alles andere untauglich ist, sagten wir, er sei großartig und haben ihn abgewiesen. Weil er in keine Kategorie des Menschseins kommt. Wirklich. Also, das ist etwas, dass du einen gewissen Raum der Klarheit in dich bringst und deine Entscheidungen triffst. Sobald du eine Entscheidung getroffen hast, sollte es kein Ausschauhalten mehr geben. Weil Nischalatatvam Jivan Mukti. Wenn du, sobald du, was auch immer du tust, du fegst einfach den Boden mit vollem Einsatz. Jeden Tag, wenn du den Boden fegst, wirst du erleuchtet werden. Ich mache keine Witze. Das ist alles, was nötig ist. Aber das Problem ist, der Typ, der den Boden wischt, will etwas anderes werden. Dass etwas anderes den Boden kehren will. Dass etwas anderes tun will, dieses andere etwas anderes tun will. Niemand tut das, was er tut, mit absoluter Hingabe. Das ist das ganze Problem. Was auch immer du tust, wenn du es mit absoluter Hingabe tust, wenn es ein Nischalatatvam gibt, du bist eingeschaltet, bedeutet, dass du eingeschaltet bist. Genau das. Das ist es, was das Fahren auf den Straßen des Himalaya mit sich bringt. Das ist auch das, was Trekking und Bergsteigen mit dir macht. Wenn du das tust, kannst du nicht etwas anderes tun. Wenn du etwas anderes tust, ist das das Letzte, was du tun wirst. Wirklich. Wenn du dein Fahrzeug wirklich schnell auf diesen Fahrzeugen hältst, das ist das Einzige, was du tust. Du versuchst, etwas anderes zu tun, das wird das Letzte sein, was du tust. Also, lebe dein Leben so. Was auch immer du tust, das ist alles, was du tust. Absolut. Wenn du diesen Nischalatatvam hast, was auch immer du tust, es ist in Ordnung. Aber tägliches Schalten, ändern, ändern, ändern. Leute, die seit 15 Jahren verheiratet sind, denken jetzt nach, vielleicht hätte ich Brahmacharya werden sollen. Menschen, die seit 10 Jahren Brahmanen sind, jetzt denken sie, vielleicht hätte ich heiraten sollen. Das ist eine endlose Verschwendung von Leben.